Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich vlogge heute mal für euch nach Ewigkeiten. Das ist wirklich so lange her. Ich sehe noch gerade total unfertig aus, weil wir haben noch früh. Naja, so früh haben wir nicht. Wir haben 11 Uhr irgendwas, glaube ich. Aber für mich ist das früh. Ich wollte euch einfach mal updaten, was bei mir gerade so abgeht, was bei meinen Fernen abgeht, was einiges gewesen, was ihr gar nicht wisst. Wie ihr wahrscheinlich raushört, bin ich auch krank, aber es ist der erste Tag heute der Besserung. Also vorher die Woche war echt ganz schlimm, aber heute geht wieder einigermaßen. Ich war auch vorhin noch beim Arzt gewesen. Bin so hingefahren, wie ich gerade aussehe. Ganz schlimm. Aber naja, ich mache mich jetzt einfach ein bisschen fertig. Update euch und gehen wir später aus dem Stall zusammen. Aber auch nur kurz, weil ich habe auch noch nicht so die Kraft, irgendwas zu machen. Aber Hauptsache, ich war mal da. Und dann wisst ihr gerade, was so abgeht. Könnt mein Pferd nochmal sehen. Die Mähne von Belle. Super, super lang geworden. Aber ich mache mich jetzt mal fertig. Das ist ganz schlimm. Also ich mache auch nicht viel, aber ein bisschen. Jetzt hagelt es auch noch. Es hagelt. Mein Gott, ich wollte gerade sagen, es ist so geiles Wetter, aber. Nee. Oh mein Gott, was ist das? Jetzt ist das Wetter auf jeden Fall wieder mega schön. Ich habe meinen Spiegel, mache mich jetzt ein bisschen fertig. Boah, sieht eigentlich echt katastrophal aus. Okay, ich habe meine Haare jetzt mal aufgemacht. Die sind gerade ziemlich zerzaust, aber guck mal, wie lang die geworden sind. Und ich muss gucken, dass ich nicht mich angucke, sondern die Kamera. Und ich kämme die jetzt einmal. Okay, sind sie gekämmt. Man sieht das nicht mal, weil. Okay, jetzt kann man meine Haare besser sehen. Schau mal, wie lang die geworden sind. Boah, unfassbar. Naja, ich schminke mich jetzt mal ein bisschen. Ich war ja vor einem Monat krank gewesen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, über Shorts oder so. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist jetzt ein Monat her. Ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Da war ich krank und habe ich auch auf Shorts geschrieben. Deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Und dann war ich ein paar Tage gesund. Das war gerade ein Karneval. War ich gesund. Und habe mich damit Corona angesteckt. Vom Karneval aus. Also auch sehr dumm gewesen. Und war dann 2 Wochen krank mit Corona. Also das habe ich auch echt auseinandergenommen, muss ich sagen. Also ich war eher vorher schon krank und dann nochmal das. Und dann musste ich danach auf Messe helfen. Und jetzt bin ich wieder krank. Also ich bin jetzt wirklich seit einem Monat krank. Nur halt immer so ein bisschen gesunden Abständen dazwischen. Aber ansonsten. Ja, deswegen war ich so viel nicht bei den Pferden. Und dann kam auch die Messe, die Equitana. Da habe ich übrigens auch ein paar von euch getroffen. Richtig cool. Also auch für mich was ganz Neues. So voll cool dafür gewesen. Und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder krank. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so oft krank sein wie ich? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt mal eine gesunde Phase habe. Ich muss mal irgendwie so Immunbooster oder so zu mir nehmen, damit das nicht nochmal passiert. Also keine Sorge, ich war natürlich immer mal wieder bei den Pferden, aber. Ich konnte halt nicht viel machen. Ich war wirklich so viel krank halt, dass ich einfach keine Kraft hatte. Ich bin mal vorbeigefahren, habe mal geschaut, ob es alles gut ist. Aber meine Pferde werden ja eh, also da wird täglich ausgemistet. Die stehen in Vollpension, da wird auch nachgeschaut. Also keine Sorge auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall war ich mit der Equitana gewesen. Und das war auch an sich mega cool gewesen. Nur dann bin ich halt wieder krank geworden danach. Aber jetzt ist die Besserung in Sicht. Also ich bin ja heute schon wieder fast gesund. Man hört zwar nicht, aber ich habe nur noch ein bisschen Halsschmerzen. Und ja, ansonsten geht es eigentlich auch schon wieder. Meine Nase ist ein bisschen zu, hat man noch. Boah, ich gucke die ganze Zeit nur mich an, anstatt die Kamera. Und was auch noch war, dass ich ja ein Praktikum gemacht habe. Das habt ihr ja auch wahrscheinlich mitbekommen. Das ging 4,5 Monate und da war ich ja auch Vollzeit am Arbeiten. Deswegen hatte ich nicht ganz so extrem viel Zeit für die Pferde wie sonst. Aber das Praktikum ist jetzt vorbei. Heißt, ich habe auch wieder. Wie ihr wahrscheinlich gehört habt, hat es gerade geklingelt. Das war die Stromablesung. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Naja, auf jeden Fall ist mein Praktikum jetzt vorbei. Ich freue mich so unfassbar, weil jetzt habe ich wieder so viel Zeit für YouTube, für die Pferde. Ich kann jeden Tag zum Stall gehen, wenn ich mal nicht krank bin. Ich hoffe, das hört jetzt endlich auf. Und ja, dann kann ich auch wieder ganz normal YouTube-Videos posten. Heißt, ab jetzt kommt wieder regelmäßig was. Ich weiß nicht, wie oft ich es schaffe, lange Videos hochzuladen, weil das ist ja auch echt zeitintensiv, aber. Ich versuche mein Bestes und Shorts kommen eh dann wieder regelmäßig. Ab jetzt, ab dem Zeitpunkt, wo das Video online kommt. Das heißt, dass ich jetzt bis September wirklich nichts zu tun habe. Also ich kann wirklich machen, was ich will. Ich kann ausschlafen, ich kann zum Stall. Ich freue mich einfach auf meine freie Zeit. Das Praktikum war natürlich echt hart, aber es ist halt Arbeit so. Und jetzt habe ich endlich die Berechtigung zu studieren. Bedeutet, im September, Ende September, fange ich an zu studieren. Aber ich dachte mir halt vorher, nehme ich mir nochmal eine Auszeit und. Verbringe viel Zeit mit meinen Pferden und mit YouTube. Ach so, und meine Pferde sind momentan nicht so im Training, ist ja klar, ne? Wenn ich nicht so viel Zeit hatte und nicht so viel im Stall war.
kann ich sie nicht gern zum Training halten. Aber ich fange jetzt wieder richtig damit an, beziehungsweise habe schon angefangen, bevor ich jetzt wieder krank wurde. Und ja, die Belle wird momentan auch gar nicht geritten, weil sie einfach nicht genug Muskeln dafür hat. Also ich will, dass sie wirklich genug Muskeln hat, damit die mich auch ganz normal ohne Probleme tragen kann. Und ja, ich da auch ganz normal Sattel draufpacken kann. Ich möchte auch erstmal noch, bevor ich mich wieder draufsetze, dass sie einmal eine Physiotherapie kriegt, weil sie ist ja eh so empfindlich. Und die Samba, bei der geht's, also ich beanstrenge die jetzt nicht, aber die wurde ja auch ab und zu mal geritten, noch in der Zeit. Ich meine, die hat ja auch Reitbeteiligung. Deswegen ist auch nicht so regelmäßig geritten, aber die ist da noch ein bisschen drin, ein bisschen mehr drin als die Belle. Ich laber jetzt nicht mehr. Ich schmink mich jetzt ein bisschen, nicht viel, nur dass ich nicht mehr ganz so aussehe, wie ich jetzt aussehe. Und dann gucken wir, was ich mache. Spazieren gehen wollte ich auf jeden Fall heute. Zum Stall, einkaufen. Ja, mal sehen, was alles auf mich zukommt heute. Ich bin jetzt fertig. Sieht eigentlich fast genauso aus wie vorher, aber egal. Und das Wetter macht, was es will, es schneit. Man sieht es nicht ganz so gut. Also man sieht es schon, aber es sieht stürmiger in echt aus als im Video. Ich ziehe mich jetzt noch an. Also ich ziehe mich um, weil ich sehe aus gerade wie so eine Fußballspielerin. Und das Licht ist gerade echt blöd hier, aber egal. Wie ziehe ich mich jetzt um? Gucke, was ich anziehe. Ich habe echt nicht mehr viel. Ich habe jetzt auch, weil ich krank war, nicht mehr gewaschen und ja, muss was Neues waschen, aber bestimmt finde ich noch ein Outfit. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich mich immer noch nicht angezogen, weil ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Deswegen bleibe ich erstmal so und gucke, wenn ich dann später rausgehe, was ich anziehe. Anziehe. Kann ich reden? Anziehe. Und das Wetter macht wirklich, was es will. Also, es regnet wieder total. Gerade war noch wieder Schneien. Jetzt regnet es wieder. Manchmal scheint die Sonne einfach. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wann ich zum Stall gehen werde. Aber auf jeden Fall gehe ich heute, habe ich gedacht. Ich gehe erstmal nochmal ein bisschen ins Bett und lade auch mal ein Handy und gucke ein bisschen TikTok. Das im Heimat fahren Sie bis in die 70er Jahre in Nordrhein-Westfalen. Wenn du diesen. Ich habe jetzt länger geschlafen, als ich wollte. Viel länger, wir haben 18 Uhr. Aber so ist mein Tag wenigstens realistisch dargestellt, weil ich schlafe wirklich sehr viel momentan. Weil es jetzt gerade ist, ne, mit dem Kranksein und jetzt ist gerade das Frisch, dass ich kein Praktikum mehr auf und so, deswegen schlafe ich mal so lang. Aber jetzt geht es in den Stall, wir haben immer noch 2 Stunden hell, deswegen alles gut. Es ist ja mittlerweile bis 20 Uhr hell. Okay, ich finde hier diesem Auto wirklich keinen passenden Ort, wo ich mein Handy hinstellen kann, aber ich glaube, so geht's. Ich bin jetzt am Stall angekommen. Ich habe mich endlich motiviert. Was heißt motiviert? Ich war einfach die ganze Zeit am Pennen gewesen und dann. Und jetzt haben wir 8.35 Uhr, wir haben noch 1,5 Stunden hell, aber ich wollte ja eh nicht so lange am Stall sein. Ich wollte ja eigentlich nur kurz. So höchstens 1 Stunde, weil ich will mich auch erst nicht überanstrengen und so, weil ich habe ja immer noch Halsschmerzen und alles und ich sehe auch schon meine Pferde, ich freue mich voll. Los geht's. Da hinten sind die Mäuse. Ich freue mich, da hinten ist die Sambi, ich sehe die. Kurz Outfit-Check am Stall. Ah, toll. Hi. Die Bär hat Juckreiz und sucht jetzt hier einen Kraulpartner. Belly. Ich kraul dich. Belly, zeig mal deine lange Mähne. Nein, stehen bleiben. Ja, dann geh. Geh. Geh zu Solero. Oha, voll gut. Voll gut.
Okay, wir haben mittlerweile sehr dunkel und ich bin jetzt fertig am Stall. Ich war länger da als gedacht, also ich wollte ja eigentlich nur, hin und ein bisschen putzen, so ein bisschen das Winterfell runterziehen bei der Belle. Aber es wird auch ein bisschen länger, weil ich war ja noch mit jemandem am Stall und dann haben wir die Pferde laufen gelassen, habt ihr ja gesehen. Und das hat der Belle auch ganz gut. Deswegen war ich über eine Stunde, ich glaube sogar eineinhalb. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause, mache mich fertig und dann gehe ich einkaufen. Ich bin jetzt am Supermarkt mit meinem Bruder. Sag mal hallo. Aktuell, wie mein Bruder aussieht, hat Spaß. Also irgendjemand hat hier Hunger gehabt, hat hier was ausgepackt, aber dachte sich dann so doch nicht essen. Mein Bruder war das übrigens. Nein, Spaß. Ich mache mir jetzt Bett fertig und gehe schlafen. Heißt, ich beende jetzt den Vlog. Es war vielleicht nicht ganz so spannend, aber das war gerade so ein Tag in meinem Leben aktuell. Und ich wollte euch einfach mal updaten, was gerade so bei mir abgeht. Die neuesten News. Naja, sagt man nicht, egal. Und euch mitteilen, dass ich jetzt wieder aktiv sein kann auf Shorts. Auch normale Videos, also lange Videos. Heißt, ihr könnt euch auf viel Content freuen von mir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!